Herzlich willkommen, ihr Lieben da draußen, zu unserem zweiten Video zu den geistigen Gesetzen. Und wie ihr seht, heute ist die Monika Kehr leider nicht da, weil sie verhindert ist. Heute haben wir ihr Tantchen zu Besuch. Herzlich willkommen, liebes Tantchen. Wie ist denn dein Name? Ach, liebe Rosalie, ich freue mich so, dass ich da sein darf. Ich bin das Tantchen Bruselila, denn Lila ist meine Lieblingsfarbe. Das freut mich, liebe Tantchen Bruselila. Ja, heute geht es um das geistige Gesetz der Geistigkeit. Und dieses Gesetz ist ein bisschen schwierig zu erklären, denn da geht schon richtig Wissenschaft rein. Und der Herr Einstein, der ist ja mit dir verschwägert, verwandt, wer weiß nicht was. Und der hat ja schon gesagt, dass wir 99,99% leere Hülle sind. Dass es die feste Materie, den Tisch, den Körper, den Stein gar nicht gibt, sondern dass wir schlussendlich aus Atomen bestehen und diese Atome haben Zellkerne, diese Zellkerne sind eigentlich leerer Raum. Ja, diese Wissenschaft, die hat uns schon ein bisschen graue Haare wachsen lassen, dir wie mir. Nein. Was? Nicht. Nur lila. Ja, genau, nur lila. Also du ihr seht. Das macht mich jetzt ganz enge vorne. Ich bin nicht aus Materie. Was fühle ich denn dann hier? Ja. Du siehst. Das ist die Schwierigkeit an diesem geistigen Gesetz, an dem Gesetz der Geistigkeit, dass wir Energie sind. Irgendwann hätte es angeblich so einen Urknall gegeben. Ob was da geschehen ist mit diesem Knall, ob Adam und Eva einen Knall hatten, das können wir auch nicht sagen. Doch wir spüren ganz genau, dass da irgendeine Energie da ist. Und wenn ich dich so wahrnehme, dann spüre ich deine Energie von der Aufregung. Oder? Ja, oh, ich bin so aufgeregt. Es kann sein, dass mir zwischendurch ganz komische Dinge passieren. Aber ich bin so froh, Rosalie. Ich muss mal kurz Luft holen. Jetzt geht's besser. Genau. Und diese Energie, die wir ja sind, spürt jeder beim Thema von Antipathie und Sympathie. Genau das ist der Beweis, dass dieses geistige Gesetz der Geistigkeit, dass wir nicht Materie sind, sondern nur aus Energie bestehen, dass die Quantenphysik, die da immens am Forschen ist, und da findet jeder im Netz irgendwelche Hinweise. Da kannst du dich wirklich weiter mit diesem Thema beschäftigen. Dieses Gesetz der Geistigkeit, auf diesem bauen alle anderen Gesetze auf. Und es gibt so viele Gesetze. Das Gesetz, dass wir Energie sind, zeigt sich zum Beispiel auch im Strom. Wir nutzen ja die Energie des Stroms. Ohne zu überlegen, drücken wir auf den Schalter und es wird zu Licht. Also der Strom, diese Energie, das Strom ist, wird die Elektrizität, die wird umgewandelt in Licht. Und genau so ist jeder Gedanke, den wir denken, der geht niemals verloren, sondern der geht raus ins Feld und der kreiert deine Welt. Hast du das schön gesagt? Rosalie, ich bin dir so dankbar. Mir war das alles nicht bewusst, dass alles Energie ist. Aber erklär mir, was ist denn ein Netz? Wo, in welchem Netz finde ich denn das? Ich kenne das Spinnennetz, weil ich da immer meine lila Locken verheddern. Und welches Netz meinst du? Ach, ich meine Frau Google, die kennst du wohl, oder? Ich habe verstanden, wie meine Brille. Ja, und dieses Gesetz,
Dieses Gesetz der Geistigkeit, der Energie, die Energie, die strahlt aus in Wellen. Und zum Beispiel beim Radio gab es früher ganz klar die Einstellungen mit diesen Wellen. Und das wenn du nicht, ja, siehst du, wenn du nicht den richtigen Kanal erwischt hast, dann kam nicht das rein, was du wolltest. Und genau so ist es bei mir. Wenn ich nicht achte auf die Energie, die ich aussende, dann kommen zu mir Dinge zurück, die ich nicht haben möchte. Und da ist es so wichtig, dass ich bewusst diese Wellen, die ich aussende, auch im Auge behalte. Disziplinierte Gedankenhygiene, disziplinierte Energiehygiene. Was sende ich aus? Denn alles, was du aussendest. Und ich kenne dich auch ein bisschen ganz als fröhliches Tantchen, das so voller Freude zum Beispiel im Gospelchor mitsingt. Und ich freue mich jetzt schon, wenn du jetzt eine kleine Kostprobe gibst. Du meinst, ich soll jetzt meine Energie in Stimmgewalt zu dir hinüberbringen? Genau. Einfach nur, damit ihr seht, wie wundervoll die Energie meiner Stimme zu euch hinüberfliegt. Ich schöpfe jetzt aus meiner inneren Kraft. Amen. Sing. How sweet the sound that saved a wretch like me. Also ich sag dir, die Energie kommt ganz toll rüber. Das ist schön. Das und hat mir noch niemand gesagt. Danke dir. Und liebes Tantchen, ich habe ja 30 Jahre in einem Altersheim gearbeitet. Und als ich jeweils die Bewohner, die Personen, die da gestorben sind, betreut habe und am Schluss von ihrem Leben, also der Tod ist eingetreten, mussten wir ja ihnen das Leichenkleid anziehen. Wir durften ihnen dieses Kleid anziehen, ein weißes Kleid. Und mit der Zeit haben wir ihnen aber die eigenen Kleider gelassen. Man hat sogar die Menschen dann gefragt, was möchtet ihr beim letzten Gang für ein Kleid haben? Die haben das wirklich danach ausgesucht. Und jedes Mal, wenn jemand gestorben ist, habe ich zu meiner Kollegin jeweils gesagt, schau mal. Die gleiche Person, doch es fehlt diese Energie. Und genau da siehst du es so schön, da zu sehen beim Tod. Und ich bin so dankbar, dass ich viele Menschen in den Tod begleiten durfte. Und da das zu sehen, wow, jetzt ist irgendwo wie eine Energie ausgetreten aus dem Körper. Und es ist so, als ob die Energie jetzt weg ist und der Körper, der liegt jetzt noch da, genauso wie wenn du dein schönes weißes Kleidchen ausziehst, an den Nagel hängst und die Energie geht dann weiter. Also in diesem bildlichen Gefühl, bei dieser Wahrnehmung, beim Tod von diesen Menschen, dass ich da miterleben durfte, da spüre ich so stark, wir sind nicht der Körper. Wir sind nicht diese Spielfigur. Sondern es ist irgendeine Energie. Und dieser Energie sagen die Menschen, die einen sagen der Chi oder die Lebensenergie, die anderen sagen vielleicht Gott oder Allah oder keine Ahnung. Und diese Energie, die in unseren Körper ja fließt, die ist messbar. Die Wissenschaft ist da ganz klar auf dem Weg. Die können das messen und da sieht man wirklich, wie diese Energie auszieht. Das zeigt mir, als ob eine Energie sich entschied, im Körper der Rosalie zu spielen, im Körper des Tantchens zu spielen und so
Aus diesem Blickwinkel ist mein Leben ganz etwas anderes. Und darum das Gesetz der Geistigkeit, dass wir nicht die Materie sind. Dazu gibt es in der Quantenphysik das Experiment der Doppelspaltigkeit. Das könnt ihr eingeben bei Frau Google und euch das mal reinziehen. Wow! Was sie uns in der Schule beibringen, stimmt nicht wirklich. Und unsere Wahrnehmung spielt uns Streiche. Man muss sich wirklich fragen, wie sieht diese Realität aus, in der wir uns bewegen? Die moderne Physik behauptet, das sind alles nur Informationswellen. Glaube ich das? Na, ich hoffe mal. Und jetzt kommen wir zu einem Urvater des Quantenmysteriums, dem berüchtigten Doppelspaltexperiment. Es gibt super Videos, ich möchte da nicht mehr drauf eingehen. Denn dieses geistige Gesetz geht in die Wissenschaft und ich bin keine Wissenschaftlerin, doch ich bin die Rosalie, die Energie, die ganz stark Energien von anderen fühlen kann. Und darum liebe ich so meine Arbeit. Denn bei mir geht es ja um Liebesbeziehung, um Kinderbegleitung, um Familie, genauso wie bei der Monika. Also wenn da diese Energie so wahrgenommen wird und wir damit arbeiten und hinschauen, was tue ich, wie denke ich, wie entscheide ich mich heute zu sein? Bin ich ein Griesgram oder bin ich eine sympathische, eine wunderbar sympathisches, nettes Tantchen? Ja, das ist meine Entscheidung und so bin ich Schöpferin meiner Wirklichkeit. In diesem Sinn, liebe Zuschauer, Zuhörer, wünsche ich euch von Herzen einen energetischen, sympathischen, freundlichen Tag. Beginne bei dir. Liebe Rosalie, ich muss ehrlich sagen, das hast du so wunderschön gesagt und ich danke dir, dass ich heute schon wieder mal in einem Video mit dabei sein durfte. Ich komme langsam in den Genuss der Technik. Das ist eine gute Energie. Und was ich noch allen gerne mitgeben möchte, ich bin nicht so bewandert wie die liebe Rosalie, aber manchmal mache ich das auch, dass ich mich aus meinem Körper mal neben mich stelle, in Gedanken und mich beobachte, was ich so alles tue, wie wunderschön ich singe. Ha! Und das macht so viel Freude und ich wünsche euch allen viel, viel Freude. Dankeschön. Bis bald. Tüdelü. Und noch was, liebes Tantchen, du bist ja auch in unserer Facebook-Gruppe drin, in der Familienstube zum Glück, wo da die Monika und ich die Menschen von Herzen einladen, die sich den Tag vielleicht mal versüßen möchten mit dem Tantchen, denn du bist ja auch dabei. Und ja, herzliche Einladung in unsere Familienstube zum Glück. Tschüss. Tschüss.